Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Ich habe offscreen die Produktion von den Claybricks noch aufgesetzt. Ja, das läuft jetzt langsam so ein bisschen. Wir brauchen nicht so viele davon, aber die werden jetzt hier in eine zweite Kiste geliefert und sind auch am Netzwerk angeschlossen. Ich habe das hier in diesem Block gemacht. Das ist eigentlich etwas unsauber, meiner Meinung nach, aber ich denke nicht, dass wir großartig noch die Erdeproduktion erhöhen müssen in großartigem Maße. Von dem her denke ich, die Kapazitäten reichen aus. Und deswegen habe ich das jetzt einfach hier gemacht. Falls nicht, können wir das wieder abreißen und woanders aufbauen. So, heute wollen wir noch die Basic Electronic Boards fertig machen. Und dafür brauchen wir ein paar Dinge, die wir alle haben. Wir haben die Basic Circuit Boards, wir haben die Basic Electronic Components und wir haben Solder. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit Solder an. Und requesten hier einfach mal 600. Ach, das liegt daran, dass die Dinge noch nicht gebaut wurden. Okay, ich verstehe. Wie wäre es, wenn wir hier mal ein paar davon reinpacken? Dann könnt ihr da hoffentlich das zu Ende bauen. Dann brauchen wir Basic Circuit Boards. Die müssten hier sein. Nehmen wir 400. Und Basic Electronic Components brauchen wir viele. Nehme ich mal 2000. Die sind glücklicherweise direkt nebenan. Aber ja, das wäre das. Der Rest ist eigentlich relativ simpel. Ich brauche noch ein paar von denen. Und zwar werden wir... ein paar Loader wären auch nicht schlecht. Oh. Werden wir hier wahrscheinlich die Basic... na, die Basics von denen. Dann kommt hier das Solder rauf. Und hier die Basic Electronic Components. Der Grund ist, ich möchte hier eventuell noch einen zweiten Unloader machen, dass wir das Ganze auf einen roten Belt packen können. Für den Fall, dass der Durchfluss nicht ausreicht. Nun, wie viele davon machen wir für 30? 30 Fabriken, okay. Das ist eine Menge. Mal sehen, wie viele wir hier hinkriegen. Wir müssen auf 20 runter. Das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, wir müssen auf 15. Das wären dann 35. So. Nehmen wir die nochmal und platzieren sie ein bisschen weiter in der Mitte. Das Problem ist... ich glaube... ach, wir haben keine Storage-Boxen hier, ne? Nirgendwo. Big Chest. Ich glaube, ich habe auch keine im Inventar. Ist vielleicht ein Fehler. Wo sind sie? Ah, sind es Storage-Chest. Vielleicht machen wir da eine hin. Nachher werden wir sie wieder abreißen. Es ist ein bisschen doof, dass ich die Nanobots hier nicht verwenden kann, weil das alles Bot-Territorium ist. Oh, aber wir hatten anscheinend auch auf einer anderen Seite bereits welche. Was ist mit dir los? So, sind das 15? Jo, das sind 15. Alles klar. Dann bringen wir hier ein Feld mit Components rein. Wir bringen hier den Belt mit
Solder und den Boards rein. Und wie lange braucht ihr? Eine Sekunde nur. Was? Warum zur Hölle brauchen wir dann 30 Maschinen? Die haben doch einen schnelleren Crafting Speed als 1. Ah ne, die haben einen Crafting Speed von 1. Ha. Huh. Okay. Was macht ihr da? Ach, ihr habt irgendwelche Trash-Slots-Zeug. Habt ihr rausgenommen. Okay. Vielleicht ist das hier nicht der beste Ort dann dafür. Wow. Mauern? Ha. Ja, wir sollten das vielleicht irgendwo anders hinpacken. Mal überlegen, wie wäre es, wenn wir das irgendwie vielleicht hier umsiedeln? Da zum Beispiel. Nehmen mal das. Das schmeiße ich auch darüber. Die können erstmal hier sein. Die werden mit der Zeit dann schon wieder verschwinden. So, wir haben ein Output-Belt. Das ist natürlich auch wichtig. Die Frage ist jetzt, ob wir überhaupt so Platz haben, um irgendwelche Strommasten hinzubauen. Ich vermute, die Antwort ist ja. Aber es wird ein bisschen eine Zirkulei notwendig sein. So. Das heißt, wir gehen hier unterirdisch mit den Components und würden dann hier ein Belt reinpacken und dasselbe hier sind 4 Stück und euch machen wir lang, nein, euch machen wir lang. Und dann mache ich hier auch wieder das. Und ich denke, das müsste so funktionieren, nicht wahr? Und das Blueprinten wir jetzt. Was? Ach so, ja, Transport Belts sind im Weg. Dann reißen wir das Ding erstmal wieder ab. Das ist der falsche. So. Dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Und der hier. Das ist einfach so. Nee, falsch. Ich weiß nicht, ob wir genügend Belts haben. Wir können hier ein paar Belts reinpacken. So, und das Ganze wird jetzt dupliziert. Und. Ah. Ich denke ungefähr. Ach, shit. Ein bisschen ärgerlich. Ich denke, ich muss alles kopieren, bis auf die Belts. So, gucken, dass die Höhe stimmt. So. Und jetzt müssen wir das hier nochmal kopieren. Und dann läuft das. Nehme ich stark an. So, wir haben hier ein Output. Wir haben hier ein Output. Das fügen wir zusammen.
und führen es natürlich in unsere tolle Kiste. Ja, gib mir ein bisschen was an Pelz. Du kannst das Ding eigentlich voll machen. Wobei wir sagen, Basic Electronic Boards sind hier kleiner als. Viele nehmen wir 8000. Ich denke, das sollte für den Moment mal ausreichen. Was macht die hier? Mit dieser Storage-Kiste? Ach, der konnte das nicht in mein Inventar reinlegen. Deswegen hat er es. Ja, ich verstehe. Deswegen hat er es da in die Kiste reingepackt. So ist das passiert. Ja, schmeiß das hier da noch rein. Ich muss das Inventar ein bisschen ausmisten. Das für euch. Dann habe ich, glaube ich, noch jede Menge Clay und so ein Quatsch im Inventar. Kohle kannst du haben. So, sieht doch schon ein bisschen angenehmer aus. Fantastisch. Underground Bells haben wir wahrscheinlich zu wenig. Schmeiß die mal hier rein. Und hol mir noch ein bisschen mehr. Weil wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wir müssen doch eigentlich sehen können, was noch fehlt. Haben wir noch keine Inserter mehr? Wir haben noch Belts, wir haben noch Maschinen. Keine Powerpoles mehr. Okay. So, das mal das. Inserter. Dann hole ich mir wieder neues Zeug. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir das alles automatisiert haben. Denn den größten Teil werde ich dann offscreen machen. Ich mache jetzt das Wichtigste mal hier onscreen. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich hier. Falsche Weltrichtung. Müssen wir gleich ändern. Moment mal. Das ist definitiv falsch. So. In Ordnung. Haben wir alles? Haben wir noch Undergrounds? Ich glaube, wir haben keine Undergrounds mehr. Ansonsten denke ich mal, ist alles mehr oder weniger vorhanden. Licht hatten wir keins. Okay, das kann ich noch hier manuell richten. Und so sehen wir auch ein bisschen, was passiert. Dann fügen wir unsere Reagenzien hinzu. Da, das sollte. Das sind die Boards. Und da kommen die Basic Electronic Components. Ich denke mal, wir machen hier noch einen zweiten hin. Und machen das rot. Und jetzt kann das Geld weitergehen. Genau, jetzt muss ich hier gucken, dass wir das richtig machen. Den hier kann ich nicht ändern, weil da noch nichts hingepappt wurde. So.
Das geht da rein. Das geht da rein. Und jetzt müsste produziert werden fleißig. Wir werden wahrscheinlich viel zu wenig Durchfluss haben. Ja, gerade von den Basic Electronic Dingern. Da werden wir später die Bells ein bisschen verschnellern müssen. Und wahrscheinlich muss ich auch das hier einigermaßen erhöhen. So, was wurde jetzt noch nicht gebaut? Haben wir keine von denen mehr? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Basic Electronic Boards. Produktion ist noch nicht so ausgereift, aber das liegt jetzt gerade daran, dass wir, ich denke mal, wir müssen das auf 4000 hochschrauben und wir verdoppeln einfach alle, weil die Bots halt relativ langsam sind und vielleicht machen wir hier sogar 1600, weil gerade das Solder ist weit entfernt. So, da haben die Bots ein bisschen was zu tun. Ja, selbst die Basic Electronic Components sind aus. Ah, es kommt was rein. Langsam aber sicher. Okay, gute Sache. Mauern wurden immer noch nicht fertig gebaut, aus irgendwelchen Gründen. Ach, weil das... Weil wir da keine... Hä? Haben wir hier keinen von den Dingern? Ansonsten sieht's gut aus. Ich habe auch den Blueprint Offscreen noch ein bisschen geändert, dass hier oben auch das durchführt, dass wir, ja, dass das hier alles sauber gemacht werden kann. Ansonsten, ja, läuft. Es ist noch nicht so viel, wie wir gerne hätten, aber für den Moment ist es genug. Wenn wir die schnelleren Bots kriegen, dann läuft die ganze Geschichte dann auch wesentlich flüssiger. Für den Moment müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Sachen relativ nah zusammenbauen, damit die Bots halt einfach einen sehr kurzen Weg haben. Deswegen habe ich hier die, weil wir von den Basic Electronic Components so viele brauchen, habe ich die direkt nebenan gebaut, damit die Bots hier einfach einen kürzeren Weg haben. Und ich denke, ja, gerade die Basic Electronic Components haben jetzt momentan genug. Die anderen Sachen müssen jetzt halt erstmal noch geliefert werden, aber es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann rückstaut, denke ich. Soweit, so gut. Dann würde ich als nächstes eigentlich ganz gerne mal ein paar Gebäude automatisieren. Weil wir haben ja, wir brauchen ganz oft Ore Processors, Blast Furnaces und das ganze Zeug. Und das haben wir halt alles hier unten nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich, ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit in der Episode. Warum machen wir nicht einen Teil zusammen und den Rest mache ich dann offscreen. Brauchen wir Holz? Ich glaube, wir brauchen kein Holz. Ich werde das mal... Was ist im Weg? Irgendwelche Bäume? Natürlich waren wieder irgendwelche Bäume im Weg. Es ist immer dasselbe. So, dann muss das hier passieren. Und dann werde ich das Ganze nochmal blueprinten. Zum 250. Mal. So, der kann wieder weg. Und ja, jetzt müsste das aufgebaut werden. Das wird eine Weile dauern. Den Roboport müssen wir noch selber machen. Auch den können wir jetzt mittlerweile, ich denke mal, den automatisieren wir auch direkt. So, da kommen sie schon geflogen. Fantastisch. Unsere tollen Bots. Ich schmeiß mal noch...
ein bisschen was an Bots rein. Sobald der Roboport hier fertig ist. Die Bots sind teilweise ein bisschen dumm. Es gibt teilweise, stauen sie sich an den Charging-Stationen, obwohl es direkt nebendran noch Charging-Stationen hätte, die frei sind. Aber naja, was soll's. Es ist, wie es ist. Das Ding ist schon aufgebaut. Fantastisch. Hier wird gut durchproduziert, wie mir scheint. Ah, Zinn ist ein bisschen, ja, Zinn ist auch ziemlich weit weg. Aber man, Tausender, vielleicht machen wir das auf 1600. Damit die Basic Electronic Components noch besser produziert werden können. So, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. So, der ist am Start. Ja, es arbeiten jetzt natürlich nicht alle, weil die Components nicht bis nach oben durch. Doch, kommen sie. Woran mangelt es hier? Solder. Okay, Moment mal, hier habe ich einen Fehler gemacht, einen Blueprint. Ja, die sind falsch. Die hier sind falsch. Das müsste korrekt sein. Haben wir noch welche? Wir haben noch welche. Habe ich einfach einen Fehler gemacht? Okay. Ja, das passiert halt manchmal. Das ist nicht so schlimm. Ah, das Problem ist auch jetzt, dass das Ding hier nicht in der Construction Range ist. Interessanterweise. Nun gut. Und der hier oben wahrscheinlich auch nicht. Jo. Und das Ding auch nicht. Eventuell müssen wir ein paar hiervon ersetzen. Dann hätten wir da zwar keine Logistikabdeckung. Aber dafür Construction-Abdeckung. Ich werde mal gucken, ob das, wie das jetzt hier funktioniert. Das ist noch ein bisschen Work in Progress. Aber unsere Basis nimmt langsam aber sicher Form an. Und wir haben alles, was wir grundsätzlich brauchen, um für den Moment arbeiten zu können. So, wie sieht's aus? Ach, verflucht. Ich hätte die Gates an den Seiten platzieren sollen. Immer noch kein Solder. Ne, es ist immer noch falsch. Okay, dann machen wir das halt von Hand. Und die anderen müssen wir gleich lang machen. Irgendwas habe ich da mit dem Blueprint verbockt. Aber nun ja, das kann passieren. So, jetzt sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Und jetzt wird es wahrscheinlich an den Components liegen. Genau. Und Solder kommt momentan auch keins mehr durch.
Ja, müssen wir dann warten, bis die Bots ein bisschen schneller sind. Aber ihr seht da auch, das geht relativ schnell hoch. Die Produktion hier ist wesentlich höher als in unserer Starterbase. Und sie wird nur noch größer werden, je schneller unsere Bots sind im Endeffekt. So, dann werden wir das nochmal kopieren. Nein, nicht so. Blueprint natürlich. Damn it. Die da weg. Ansonsten schaut's gut aus. Ich hoffe, das passt jetzt. Warum wird die blöde Requester-Chest nicht gebaut? Weil wir wahrscheinlich keine Requester-Chest hier drin haben. Da. Läuft. Das läuft einigermaßen. So, da ist wieder ein bisschen was reingekommen. Jetzt fehlt es an den normalen Boards, die jetzt auch wieder kommen. Werden halt auch echt schnell verbraucht. Es wird halt echt richtig schnell verbraucht. Aber die machen halt. Ja, es ist fast ein voller gelber Belt, ne? Von dem her, ich denke, da können wir uns nicht beschweren. Das ist schon okay so. Das ist. Wir haben ja auch massenhaft Platz, um noch was zu erweitern. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Beim nächsten Mal setzen wir dann die ersten paar Gebäude auf, die wir brauchen, weil ich die halt einfach nicht mehr immer von Hand craften möchte. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit. Euer Northgate.